Hallo und herzlich willkommen in, ja, Part, ich habe keine Ahnung, der wievielte Part das nochmal ist. Ich nehme gerade schon jede Menge Parts am Stück auf. Und, ja, willkommen zurück zu Evolent 2. Wir sind hier in einer Bibliothek und machen zahlreiche Rätsel. Einige davon schaffe ich, einige muss ich tatsächlich quälend lange rumprobieren. Naja, mal schauen, was wir als nächstes haben. 4 von 6 Punkte, die wir brauchen, haben wir. 8 Rätsel gibt es. Ich werde versuchen, alles zu machen. Also, los. Ihr seid Student? Ihr werdet schon sehen. Optik ist so simpel wie das ABC. Wenn es euch gelingt, eine ganz einfache Aufgabe zu lösen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte. Ein Dreijähriger würde das schaffen. Na gut, schauen wir mal, was wir da hinkriegen können. Ich bin übrigens 29. Ihr werdet schon sehen, es ist furchtbar einfach. Nummer 9. Optische Option. Ein Strahl aus Quelle A muss in die Hauptleitung B gelenkt werden. Bewegt die Spiegel, um den Strahl auf Punkt B zu lenken, während ihr alle 6 Kristalle aktiviert. Okay, schauen wir mal. Okay. Sowas ähnliches haben wir ja mit Flammen vor kurzem gehabt. So, erstmal gucken. So, okay. Okay, ja. Warte mal. Okay, pass auf, dann machen wir das so. Gut, so. Jetzt muss ich das irgendwie weiter hinkriegen. Ja, kommt näher hin. Das kriegen wir schon hin irgendwie. Okay. Irgendwann schaffen wir das auch. Ja, wir kommen näher. So, warte mal, wenn ich Dinge jetzt hier wegnehme, dachte ich es mir. Ja, mach ich das so. Nein. Ach Mist, jetzt habe ich das Ding jetzt. So wollte ich das haben, oder? So. Ah, nah dran. Ich sehe gerade unten ist auch noch einer.
Ja, ja. Okay, jetzt muss ich nur noch den einen links irgendwie hinlenken. Ja. Das war's doch jetzt, oder nicht? Alle Kristalle sind jetzt verbunden. Von A nach B läuft's. Oder dürfen die sich jetzt nicht... Ah, ich glaube, die dürfen sich nicht kreuzen, oder? Das ist doch jetzt doof, dass sie sich nicht mal kreuzen dürfen. Na super. Sieht aber gut aus. Ach ja. Oh, komm jetzt. Freut mich, habt ihr ja schon alle verbunden gehabt, aber nein, die müssen ja... Oder sie dürfen sich nicht kreuzen anscheinend. Tja, das kann vielleicht doch noch mal ein bisschen länger dauern. Ich muss sie nur noch nach unten einmal noch kriegen. Ich muss den nur noch irgendwie nach unten quetschen.
Ja. Und ihr so? Ich bin doch so nah dran. Nein. Hab's doch erst wieder verbunden. Ich verstehe das nicht, doch. Ich cut euch mal eben raus, damit das hier mal vorangeht hier. So. Da bin ich wieder. Ich versuche mich heute nochmal.
mir egal, ob das Video so extrem lange dauern wird. Es muss doch irgendwie zu schaffen sein hier. Wenn das ein Dreijähriger kann, weißt du? Na, endlich! Aber die kreuzen sich doch jetzt auch! Wo war jetzt da der Unterschied? Die haben sich eben gekreuzt, wo es nicht funktioniert hat. Jetzt habe ich das umgemodelt, wo auch alle verbunden sind und sie sich auch wieder kreuzen und jetzt klappt das? Was ist das denn für ein Scheiß? Naja, egal. Oh! Habt ihr das gelöst? Nee, weißt du? Tja, ihr habt Leistungspunkte für Optik verdient, ja toll. Boah, geh weg, du. So, wer bist du? Hallo. Was? Hallo, meine Freunde. Es ist mir eine große Freude, euch klassische Malerei zu erklären. Alter, sprich Deutsch. Ihr möchtet lernen? Ja, wenn es sein muss. Ich danke euch, meine Freunde. Ach du Scheiße. Nummer 7. Klassische Malerei. Vervollständigt das Gemälde, indem ihr die Farben so platziert, dass keine zweimal in derselben Zeile oder Spalte erscheint. Die mit einem Punkt markierten Farben können nicht verschoben werden. Aha. Okay, also. Was? In einer Reihe dürfen die nicht zweimal sein. Okay. Ja, ich mache es einfach mal. Hä? Okay, wartet mal, Moment. Ach so, ich glaube, so der dahin und der dahin. Und der dahin? Ja, müsste doch sein. So, der ist da. Und der dahin, der... Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt so keine Ahnung. So, damit es ja schneller vonstatten geht, ich mache einen Offline-Cut und rätsel währenddessen ein bisschen rum. So, fertig gerätselt. Dann versuche ich mal, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Nachdem ich so ein bisschen rum überlegt habe. So, machen wir mal so. Wenn ich dann so mache, kann ich den... Nee, so wollte ich den Hörner haben. So. So, dann... Oh, mein Gott, ey. Das kann was werden hier. So, dann... Gott... Reicht doch jetzt, oder nicht? Was muss ich denn jetzt noch machen? Ah. Ja, es sind die halt in derselben Reihe, ne? Ich habe keine Ahnung.
Huch! Was? Bitte, erklärt mir mal bitte, wie, also, ich meine, ich habe jetzt die ganzen Farben durcheinander gewürfelt. Für mich haben die Farben, so wie ich sie angeordnet habe, gar keinen Sinn gemacht. Ich habe einfach rumgeschoben, dass sie halt jetzt nicht in derselben Reihe waren. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Egal. Manchmal muss man hier die Sachen nicht verstehen, um sie zu lösen, habe ich das Gefühl. Bravissimo! Ihr verdient euch die Leistungspunkte für eure klassische Malerei. Och, Alter, geh weg, du. So, wir könnten jetzt das Ganze abgeben, aber nee. Ich will die Bonussache haben, das heißt, du bist dran. Hallo, ich bin der neue Kryptograf für den Händlerrat. Sie haben mich, den... Och, jetzt muss ich wieder normal reden. Sie haben mich der Entwicklung eines neuen Kodierungssystems zum Sichern von Handelsgeschäften beauftragt. Ich habe endlich ein System entwickelt, das nicht geknackt werden kann. Würdet ihr es gerne ausprobieren? Jo. Sagenhaft! Wenn es euch gelingt, mein System zu umgehen, bekommt ihr von mir Leistungspunkte für Kryptographie. Ach du Scheiße. Nummer 2, Code. Welches der 4 Symbole vervollständigt die Serie unten? Okay, also, pass auf. Erstmal haben wir ein Quadrat, dann ein Quadrat mit Punkt. Dann ein Quadrat mit Punkt, wo links oben fehlt, dann ein Quadrat und... Boah. Das. Nein! Nein! Okay, nochmal. So viel Auswahl war es ja nicht. Okay, also. Wenn das nicht stimmt, dann... Yes! Was? Ihr habt den Code geknackt? Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Lasst mich in Ruhe. Oh ja, ihr kriegt eure Leistungspunkte. Jo, vielen Dank. So, eine noch und dann ist der Part auch fertig. Ich hoffe, dass ich nicht einen ganzen Part dafür brauche. Hallo. Die Bibliothek beherbergt so viele Bücher, die alle akribisch geordnet sein müssen. Ich bin für das Archiv verantwortlich. Doch da eine solche Sammlung einfach nicht perfekt geordnet sein kann, trage ich den Titel des Archivars. Ein kleiner Scherz, der sich auf das kaiserliche Zeitalter zurückführen lässt. Jedenfalls bin ich mit einem ordnungsbezogenen Problem konfrontiert, bei dem ich mir keinen Rat mehr weiß. Ich habe deswegen schon seit 3 Nächten nicht mehr geschlafen. Würdet ihr es gern ausprobieren? Jo! Also gut, packen wir es an. Nummer 8. Kategorisch besessen. Eins der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Könnt ihr es finden? Willst du mich irgendwie verarschen? Was? Wo... Soll ich hier das Thema herausfinden? Das könnte jedes sein. Ich meine ganz ehrlich. Erkennt ihr das System? Ist man ohne Mist? Das. Werf. Arschlecken. Ich... Toll, ein Buch oder allen ist falsch einsortiert. Sag mir welches. Ja, gib mir Tipps, Junge. Gib mir Tipps. Gib mir Tipps, wie ich das Scheiß machen soll. Woher soll ich wissen, welches deine Scheißbücher falsch einsortiert wurde? Bin ich... ein Bücherwurm? Hier, nimm das.
Ich habe keine Ahnung! Ich kann auch nur alle durchgehen. Och, ich will den Part beenden. Ich habe keine Ahnung, welches dämliche Buch hier falsch einsortiert wurde. Ich erkenne hier kein System. Nimm das. Was? Yes, yes, yes. Ich habe einfach nur blöd geraten. Ich hatte keine Ahnung. Yes, ganz genau. Das Etikett auf diesem Buch hat zwei horizontale Streifen oben und unten. Ja, wie soll man das bitte erkennen? Ich habe nicht mal gesehen, dass da überhaupt ein Unterschied war. Oh Gott. Es sollte auf dem zweiten Regal stehen. Ja, schön. Dass mir das nicht aufgefallen ist. Ja, ist mir auch nicht aufgefallen. Sorry, aber... danke für eure Hilfe. Ihr habt eure Leistungspunkte für den Archivwesen verdient. Oh, du liebes bisschen, dieses Buch haben wir in dreifacher Ausführung. Hier, nehmt es. Wir haben schon nicht genug Platz. Was? Gefunden. 50 Trinkspiele. Ein Buch, das nicht jeder lesen sollte. Moment mal, könnte ich die anderen auch noch für den Bonus ansprechen? Ach weh mir, wenn ich kein neues und besseres Verschlüsselungssystem finde, wird der Rat sehr verärgert sein. Ich darf nicht darüber nachdenken, was aus dem letzten Kryptografen geworden ist. Er verschwand unter mysteriösen Umständen. Lass mich in Ruhe, ich habe so viel zu tun. Okay, wir reden alle nochmal an. Und dann ist der Part auch überfällig. Ich werde ihn mit einer schiefe Nase zeichnen. Das wird sehr schön. Ach, geh doch weg, du. Franzose. Meine Erstsemesterfragen sind anscheinend immer noch nicht komplex genug. Ich muss den Schwierigkeitsgrad wohl weiter erhöhen, um sicherzugehen, dass ich mich nie wieder mit zwei Semestern herumplagen muss. Ja, schön für dich. So, du nochmal. Ich verstehe nicht. Die Truhe enthält nichts außer einem goldenen Bogen. Vielleicht sollte ich sie öffnen. Aha. So, jetzt nochmal hier alle anreden. Das muss ich melden. Es wird dem Rat nicht gefallen. Okay. Warum habe ich das vorher nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Danke für eure Hilfe. Heute Abend werde ich einen außergewöhnlichen Ereignis beiwohnen. Nochmals, danke. Ich warte noch immer auf meinen Assistenten. Dieser Depp ist nie da, wenn ich ihn brauche. Tja, frag dich mal warum. So, jetzt schaue ich mir nochmal das Buch an, was ich gerade bekommen habe. Ein Buch, das nicht jeder lesen sollte. Ja, also Trinkspiele, ne, sind schön. Ihr wisst, was das heißt. Gut, so, der Part ist fertig. Ich auch. Und ja, im nächsten Part werden wir dann den Opa hier unser Resultat präsentieren. Tschüss.